Hey Junge, wer ist der coolste hier im Viertel? Du nicht! Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zu meinem allerersten Let's Play auf meinem Kanal. Und dann würde ich euch gleich mal hier das Spiel zeigen, was ich heute anfangen werde. Slender, The 8 Pages, okay. Anfangen, was soll man denn? Das ist locker in 5 Minuten erst zu Ende schon. Erst schon zu Ende. Und ja, dann fangen wir gleich mal an. Also ich bin eine Lusche, gell? Also ich habe Slender mal schon mal gezockt. Mein Rekord ist nach 2 Minuten schon weg sein. Ja. Das sagt alles. Ja. Und dann fangen wir doch gleich mal an. Wenn das dreckige Ding endlich fertig ist. Slender. The 8 Pages. Scheiße, also. Ich glaube, noch werde ich lachen, aber dann gleich hier. Warum ist so dunkel? Mama? Lauf mal schnell, du hässliches Kind, Allah. Ich weiß. War nicht schon mal die Taschenlampe zu Ende? Oh, zum Glück, ich habe schon gedacht. Hallo, Mama? Bist du da? Also übrigens, ich gerade war für ja. Hallo, Mama? Wo ist der Unsinn? Ich will ihm Handschuhe geben. Warum ist mein Player so blöd und nimmt keine Waffe mit, wenn man hier im Wald rumläuft? Aber er kommt ja erst noch der ersten Seite. Ja, das... Renn mal. Nee, eigentlich kommt er nicht. Er kommt auch so schon. Das war bei mir zumindest. Hallo? Hallo? Ich stand direkt vor der... Seite und dann zurück kam er. Warum ist es ja so dunkel? Kann er nicht im Tag rumlaufen? Wie es alle Menschen machen im Wald? Sucht er vielleicht jemanden? Seine Mama? Sein Papa? Schwester? Er geht halt gerne in die Baumschule, weißt du? Ha. Also wissen wir, das ist der Gärtner. Das ist der Gärtner Alf. Das ist der Gärtner Baumschule. Das ist der Gärtner Alf. Und er besucht... Alf. Nein, Alf. Und er besucht täglich, also nächtlich eigentlich, jeden Tag seine Baumschule. Das Problem ist, dass seine Taschenlampe übertrieben scheiße ist, weil sie so klein ist, also sieht er... Hey, er hat sie bei einem Baumcontest gewonnen. Sei nicht so böse zu ihm. Und natürlich Alf, unser lieber Freund, läuft hier durch den Wald. Was er nicht weiß, Alf wird von einem weißen, großen Pedo... Warum soll man es Pedo nennen? Seien wir es doch lieber schwulen, großen Mann. Slenderman. Der Slenderman. Er schlendert gern durch den Wald und nimmt gerne kleine Kinder mit. Da kommen wir auch gleich zum Mythos vom Slenderman. Es soll heißen, ja, das ist ein dreckiger Hurensohn, der halt gerne im Wald rumläuft und kleine Kinder gerne mitnimmt. Der Slenderman-Mythos ging ja eigentlich so los, dass jemand aus Spaß in so einem Blog... Ich geh mal näher ans Mikro. Also... Der Slenderman-Mythos ist ja eigentlich so entstanden, dass jemand in einem Blog so etwas gepostet hat, so ein paar Bilder, so richtig gefakte Bilder von Slenderman, und hat gesagt, das ist Slenderman, und er kommt, um eure Seelen zu fressen, und hat alles wirklich geschrieben, so, dass ja. Man sich teleportieren kann an richtigen Scheiß, und dann haben sie halt, so viele Leute das geglaubt. Und so wurde halt der Slenderman-Mythos berühmt, und er wurde extrem berühmt. Also wirklich extrem berühmt wurde der Mythos. Ja, und deswegen ist halt auch unter anderem dieses Spiel entstanden. Ja, jetzt wart vielleicht hört er uns und dann lässt er hört, dass wir über ihn lästern und unser Alf wird natürlich, zum Glück sind wir ja nicht das Opfer, sondern Alf. Olaf, so wie bei SpongeBob. Alf. Das ist Olaf. Und das ist Olaf. Und Sie sind Günther. Das geht jetzt gewusst in diese hässlichen Seiten, Alter. Jetzt lauf mal, komm. Das Einzige, was ich mich hier frage, ist... Man kann sich doch gar nicht ducken, was laberst du? Man kann ducken. Man kann nicht ducken. Vor was soll man sich ducken denn? Vor Slenderman? Natürlich. Das Einzige, was sich hier mich wundert... Oh, was ist mit Carsten los? Was ist denn mit Carsten los? Wow, so. Das sieht gar nicht gut aus. Warum, Alter? Warum sind hier keine Seiten? Und nur so, ich habe das Spiel schon mal gespielt. Ja, habe ich gerade eben schon gesagt. Und da ist mir aufgefallen, ich habe schon mal alle 8 Seiten gehabt. Jetzt ratet mal, was passiert ist. Es fängt von vorne an. Such nochmal 8 Seiten, das waren mir nicht genug. Du machst einen ganzen College-Block hier voll. Mit 32 Seiten. Vor allem ist es so sinnlos, weil du bist in einem Wald. Allein. Und dein einziges Ziel ist,
Nicht, nein, nein, nein. Keine Hilfe zu suchen, nein. Dein Ziel ist 8:8 Blatt Papier zu finden. Hey, Hurensohn, bist du da? Slenderman, ich will dich ficken. Oh, ich will mal vom Bildschirm wegschauen, weil bestimmt wieder kommt, schrei ich rum, bestimmt. Warum soll ich rumschreien? Das ist ein was sieht man wohl von ihm? Ein klein... Er steht ja nicht direkt vor dir. Doch, so war's bei mir mal. Ja, aber du siehst halt nur seinen Kopf von dem her. Seinen ganzen Körper sieht man manchmal. Ja, vor was soll man sich... Aber warte mal, wenn er näher kommt, dann rauscht's ja. Rauscht's gerade? Nein, es rauscht noch nicht. Lass es mal rauschen, dass der Ton schön kommt. Na, hattest du Angst, Tobias, als du das Spiel gespielt hast? Ja, ich hatte Angst. Ja, weil es dunkel war. Ja. Und wir sollten das Spiel halt nicht genau um... Wie viel Uhr? Nicht gerade... 14:59. Hä, warum? Schon 5 Minuten. Noch 5, schon 5 Minuten und wir haben noch keine einzige dreckige Seite gefunden. Nach 11 Minuten war ich tot. Das war so genial. Schlender, nicht so viel rum, bitte. Bei mir war es wirklich so, Alter. Ich stand direkt vor der Seite, wo sie gerade nehmen, auf einmal zack, Slenderman, bam, ich bin tot. Ja, das Witzige ist, wir können ja Spiele spielen mit Slender. Ich bin weg, ich bin da. Alter, du musst direkt vor Slenderman hinlaufen, Augen zu. Was ich nicht sehe, ich nicht da. Das ist witzig, wenn Slenderman vor dir steht. Guck mal, was ist das Rennen? Guck mal, es ist wie normal laufen. Guckst dann, bloß, oh, es geht ein kleines bisschen schneller. Hallo, ist jemand? Wo ist denn eigentlich? Guck mal, es wird nicht mal, wenn man hier eine halbe Stunde lang zu. Achtung! Ich will nicht da lang. Tschüss, Slender, ich hab dich lieb. Du renn weg, Alter. Ich renn doch. Ja, ich sehe nichts, Mama. Ich glaube, du rennst in die falsche Richtung. Nein, ich renn zur Bauschule. Wieder da. Hallo. Alter, wo kam der hier auf einmal? Renn einfach weg, Junge. Oh ne. Der kann sich ja teleportieren. Ah, das ist halt. Oder er kann laufen. Ich lauf einfach wieder normal. Also, habt ihr gesehen, meine lieben Freunde? Der Schlendermann steht auf alte, knackige Ärsche. Die er draufhauen kann. Lalalala. Er steht auf Rosis rasierte Rentnerhose. Und du hattest so Angst vor ihm gerade. Ja, Alter. Es hat so fleißig gerauscht und ich, ja, ich laufe in die richtige Richtung. Ja, aber manchmal, wir haben uns auf einmal, zack, alle, der ganze Bildschirm, alles. Aber vor allem, wo ist der hergekommen? Du. Oh nein, geh weg vor diesem Zaun, Alter. Als er mich verfolgt, ich habe mich an den Zaun gestellt und mich erwischt. Ich glaube, ich stelle mich auch an den Zaun und bleib einfach so stehen, dann drehe ich mich um und gehe wieder zurück. Ich gucke, ah, das muss doch, das ist geil, das ist übertrieben geil. Wenn er genau vor dir steht, einfach, genau vor, nicht vor dir, genau. Einfach ein bisschen weg, dann musst du dich gerade wieder umdrehen und wieder umdrehen und wieder umdrehen und wieder umdrehen. Die ganze Zeit. Ich habe ihn gesehen. Slender, ich komme zu dir, Baby. Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Das war ein Baum. Wo sind die dreckigen Seiten? Also wenn du zum Auto kommst, dann ist manchmal eine Seite dort. Ich renne jetzt einfach. Egal. Wenn es rauscht, ist egal. Hallo? Ich bin weg. Wieder da. Und ich bin weg. Wieder da. Und ich bin weg. Wieder da. Hä? Hey, Licht aus der Häusern. Hallo, Schlender, bist du hier? Schlender, nicht so viel rum, du Arsch! Schnitzel lache ich zum Heule. Toll, der Schlender zum sein Leben. Wie beim Pokémon. Gibt es ein Pokémon, das springt, wenn das aufhört zu springen, hört auch das Herz auf zu schlagen. Also theoretisch, wenn du es... Das ist wirklich so. Wenn, also theoretisch ist dann so. Wenn er schläft, zu tun. Nein, wenn es aufhört zu springen. Warte, ist da ein Zaun? Ja, das stimmt. Oh, wir kommen zu den... Wir kommen gleich zu dem Haus. Ich liebe Häuser. Hey, da müsste doch irgendwo so ein Ding sein, oder? Zettel. Weißt du, was ich komisch finde? Dass alles richtig dunkel ist, ist außer diese Zettel. Die sieht man sogar, wenn man die Taschenlampe nicht benutzt. Man sieht gar nichts. Oh, wer ist da, siehst du ihn? Slender Baby! Ich will noch nicht. Ich bin zu jung, um zu sterben. Warum hast du Angst gehabt? Nein, ich habe nicht Angst gehabt. Bist du da? Ich habe nur rumgeschrien. Slender, bist du da? Aber nicht vor. Slender. Aber es ist halt schon ein bisschen heftig. Du schlafst einfach unter Bamme. Es hat wirklich Bam gemacht. Ja? Bist du da? Slender. Und wieder umdrehen und dann. SOS mit deiner Tasche. SOS! Ich lauf einfach wieder zurück.
Vielleicht ist er nochmal da. Ich will es hören. Rauscht's? Nein. Zettel. Ich brauch College Block. Ah, ich weiß, was Alf macht. Bestimmt ist es so, dass die Leute ihm extra diese Zettel versteckt haben. Das ist bestimmt wieder so ein Contest, wie immer. Nee, ach so, genau, stimmt. Ah, da ist das Haus. Da ist ein Haus, da ist ein Haus, 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 Haus. Haus, Haus, Haus. Geklebt, um Alf einen Streich zu spielen. Es wurde halt sauer. Und jeder, der da durch den Wald läuft, den bringt er um. Ja, deswegen. Vor allem, wenn man den Zettel nimmt. Stopp mal, kann X-Lander überhaupt ins Haus? Ich bleib jetzt einfach hier stehen. Vor allem wenn man halt... du siehst nix, ich seh dich. Wenn er hier doch ist, dann bin ich tot. Weißt du, vor allem... Sollen wir hier warten auf ihn? Nee, mach Licht aus dem Laufen. Nein, danach kommt er und ich habe Angst vor ihm. Weißt du, Alf, bei ihm ist es halt so... Er bringt gern Leute um, ohne was zu nehmen. Nein. Oh! Da hat jemand aber... Warum denken alle, das ist Blut? Oh, da hat jemand noch stark Durchfall gehabt. Warum denke ich an das Blut? Es ist Dreck! So ein Dünches will ich nicht gerne haben. Das hat bestimmt im Arsch wehgetan. Richtig gerade aus dem Arsch uns rausgekommen. Hallo! Hallo! Ich... Hä? Wer hat das gemacht? Ah, ich hab gezoomt. Ich will nicht zoomen! Hä? Ich kann die Taschenlampe auch so? Ja, wie zoomst du? Zoom ist scheiße. Ich sehe nichts. Vielleicht mit dem Mausrädchen. Nein. Aber ich habe auf E gedrückt. Ständer bring ich. Mann! Dann lauf mal gezoomt rum. Das ist an und aus. Achso, F ist für Ah! Nein. Hast du rausgefunden, oder? Das Zoom und das zurück. Okay. Dann geh noch weiter. Schlender? Schlender. Ah, wir können ja auf ihn zoomen dann. Da können wir ihn von näherem ansehen. Nein, du das. Da sehen wir mal, dass Länder stritt auf dreckige Sachen. Mit kleinen dreckigen Kindern. Lalalala. Dass du da nicht gedacht hast, das ist asozial. Das war doch voll witzig. Wäh, seine Arme, die sind hässlich. Ich hab Durchfall. Scheiße, was mache ich hier? Ja. Seite! Ist er noch da? Was passiert, wenn man Alf provoziert? Der ist noch da. Wetten, der ist noch da. Sieht man seinen Schatten? Erschreck mich noch einmal so und ich geb dir noch einmal. Das war nicht mal erschreckt. Erst einmal noch bumm. Jetzt ist er hier. Alf. Spielen wir Verstecken? Hast du Angst? Wo bist du, Alf? Hier bin ich. Guck mal, Mama. Zeig dich. Schnitt Alf. Lass dir. Dein Stuhl ist so pervers, Alter. Ja, Alter, was ist mit der Lampe los? Ah, kann sein, dass die Lampe irgendwann ausgeht. Die wird immer dunkler. Guck mal, das wäre, würde ich gar keine Taschenlampe anhaben. Die kann ich auch ausschalten dann. Komm, jetzt wird's Zeit zu sterben, Alf. Ah, ich habe meinen Rekord gebrochen. 13 Minuten. Wird langsam Zeit. Cut, nix cut. Slender, komm zu mir, Baby! Ich will sterben! Also, wie es aussieht, habe ich keinen Bock mehr zu. Gleich werden wir die Slender-Visage sehen. In so eine Minute, wenn ich ihn wiedersehe. Slender, komm zu mir. Kill me, Baby, one more time. Ja. Ich sollte mal aufhören zu singen. Oh, das ist nix, Tobias. Da fühle ich mich so minderwertig. Zoomen. Ach, was? Zurück. Hey, guck mal, beim Zoom ist voll genial. So, schon viel besser. Osama Bin Laden. Das Problem ist jetzt. Slender Baby! Das schlendert. Bist jetzt bald fertig? Toll, ich lauf gegen die Wand. Wenn nicht mal. Guck mal, es wird nicht hell.
Bin ich jetzt bald da? Also nichts. Keine Seite, gar nichts. Ich schwöre, im Haus war es am schönsten, Alter. Warum kann ich nicht wieder ins Haus? So, ich laufe jetzt am Eck rum. Na, Tobias, willst du seinen Tod sehen? Ja, hau rein. Also, wie es aussieht, ich werde es einfach nicht schaffen, jetzt noch einmal irgendwie zu verrecken oder noch eine Seite zu finden. Warum auch immer, ist jetzt immer noch höher alles. Na, ich kann nicht laufen. Egal. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Ja, dort hoffentlich verrecke ich oder finde noch eine Seite, falls ich noch eine Seite finde. Und ja, dann sage ich mal Tschüsseli. Tobias, willst du noch was sagen? Ja, auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.